So, heute ist wieder Sonntag. Das heißt natürlich Liebling der Woche. Und diesmal bin ich sogar pünktlich und diesmal habe ich auch keine große Ausgabe, sondern nur so für einen Tag. für eine Woche, also. Diesmal habe ich es mal wieder geschafft. Und. Handy. Auf jeden Fall, diesmal habe ich es wieder geschafft, eine Liebling der Woche Ausgabe zu machen. Und ich habe diese Woche sogar einen Liebling. Eigentlich wäre es sogar ein Liebling der letzten zwei Wochen. Jetzt zur Weihnachtszeit bin ich das wieder viel mit Glitzer und so. Und ich stehe im Moment total auf Glitzernägel und wollte euch das quasi mal zeigen und mal sagen, weil das für mich dieses Mal Liebling der Woche ist. Ich trage seit letztem Sonntag, also seit genau 7 Tagen, so silbernen Glitzer. Ich zeige es euch im Anschluss mal von nahem. Es ist allerdings kein Glitzernagellack, weil ich hier in der Drogerie nirgendwo einen guten Glitzernagellack finde, der richtig deckend ist. Und ich jetzt nicht noch aus den USA bestellen wollte, weil ich mich erst nicht entscheiden konnte. Und zweitens mal dachte mir, die sind nicht rechtzeitig da. Deswegen habe ich so Glitzerpuder, so Glitzer, ja, Puder, ganz fein zu Hause, so für Nail Art. Ist eigentlich dafür da, um Gelnägel zu designen. Und den habe ich einfach verwendet über einem Klarlack. Mit einem Klarlack und einem Farblack, der relativ ähnlich ist. Habe ich erst den Farblack aufgetragen, dann das Glitzerpulver draufgestreut, direkt als es noch nass war, mit so einem Pinsel, mit so einem fluffigen. Und dann ein paar Schichten Klarlack drüber. Und wie gesagt, es hält jetzt bisher 7 Tage und ist eigentlich nur an den Zeigefingern ganz leicht abgeblättert und am Daumen. Und ich liebe das. Also jetzt habe ich so ein Silber-Grau Glitzer drauf. Letzte Woche hatte ich pinken Glitzer drauf und ich denke, heute oder morgen werde ich neu umlackieren und dann wird es rot werden. Kann ich euch ja dann im nächsten Liebling der Woche zeigen. So. Damit sind wir sogar schon wieder am Ende und freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Zu dem Look, den ich im Moment geschminkt habe, habe ich sogar ein Tutorial gedreht. Das wird die Woche auch kommen. Das ist so mein erster Weihnachtslook. Tutorial dazu. Bin ich mal gespannt, wie es euch gefällt, was ihr dazu sagt. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ihr das natürlich möchtet. Und wenn ihr Empfehlungen habt für super gute Glitzerlacke oder sowas, schreibt die mir bitte in die Kommentare, die man auch hier irgendwo kriegt und die einigermaßen deckend sind, weil einfach ich finde keine gescheiten. Also ich weiß noch nicht, irgendwie im Douglas oder sowas gucken, was die da haben bei den Marken, die sie dort haben und so. Aber jetzt hier so in Deutschland in einem DM oder so in anderen Sachen, wo ich rankomme, habe ich bisher noch keinen guten gesehen. Und ich will auch nicht zu viel Geld für so einen Lack ausgeben. Muss ja mir schon richtig gefallen und deswegen habe ich bisher noch nicht geguckt, im Internet zu bestellen irgendwie. Na gut, bevor ich jetzt wieder mich total verlaber, bis zum nächsten Video. Tschüss!